was macht er denn, der DAX? Er bewegt sich ja gar nicht mehr. Dabei, das ist eigentlich gelogen, denn er bewegt sich ja schon, sogar mit relativ steilen Flanken, aber eben nicht so richtig mit Vortrieb. Das Ganze, es wackelt hin und her, ziemlich steil, ziemlich aufregend, könnte man sagen. Aber naja, nicht so richtig mit einer Richtungsentscheidung. Aber auch das ist nicht ganz richtig, denn wenn man genau hinguckt, dann sieht man, dass aktuell der Markt zwar hin und her wackelt, aber wenn man genau will, zwischen einem Trendkanal oder in einem Trendkanal, zwischen zwei gedachten Linien zumindest mal, zeichnen Sie die ruhig mal in den Chart ein. Da haben wir nämlich dann ein ganz klares, wackeliges Abwärtsszenario. Und das wiederum spricht eigentlich dafür, wenn es doch in diese Richtung wackelig ist, spricht es eigentlich dafür, dass es in die andere Richtung dann wieder dynamisch gehen sollte. Sprich, da das Ganze jetzt ein bisschen hängend nach unten weist, sind die Chancen nach oben eigentlich gar nicht so schlecht. Und das Ganze, naja, ich will es noch nicht beschreien, aber das Ganze, das zeichnet sich auch im amerikanischen Markt, der S&P, der sieht ein bisschen ähnlich aus, was das angeht. Naja, mal richtig vergleichen kann man es nicht, aber so ein bisschen ähnlich ist das Ganze schon. Wenn wir hier nach oben ein letztes Zwischenhoch durchstoßen, und da mit dem Zwischenhoch ist nicht das allerletzte Hoch gemeint, sondern das vorletzte sozusagen, dann ist das eigentlich ein perfektes Zeichen dafür, dass der Markt, sagen wir mal, diese Abwärtsbewegung, naja, hinter sich gelassen hat. Der Trendkanal ist dann nämlich normalerweise durchstoßen und das letzte Zwischenhoch, also sprich nochmal eine Widerstandsmarke, und die Chancen sind dann umso größer, dass der Markt da in die richtige Richtung unterwegs ist. Wollen wir mal hoffen, dass das tatsächlich passiert. Das Ganze kann sich auf allerlei Ebenen widerspiegeln, zum Beispiel eben auch beim Euro gegen den US-Dollar auf Tagesbasis, für all diejenigen, die es etwas längerfristiger mögen. Dort haben wir nach oben, naja, im Moment noch nicht so arg viel, aber es wackelt jetzt so ein bisschen nach unten, auf Tagesbasis wohlgemerkt. Also da ist es relativ harmlos nach unten unterwegs, und wir hätten eine relativ gute Chance, wenn wir das letzte Zwischenhoch durchstoßen, dass es dann sogar noch mal einmal wieder nach oben geht. Aber vorsichtig, denn Intraday auf 15-Minuten-Basis, da ist es genau umgekehrt. Da sind noch die Schübe auf der Abwärtsseite und die scharfe Seite, die weiche Seite, die softe, die korrektive Seite ist eben nach oben gewesen. Insofern muss man da schauen, im Moment eher das gleiche Szenario, aber auf der Abwärtsseite sich eben anzugucken. Also Sie sehen, das Ganze ist diffizil. Das, ja, wie hoch jetzt oder runter, das hängt natürlich auch von Ihrem Zeitrahmen ab. Wir haben heute Trade des Tages was gefunden, was wir für ein, zwei, drei Tage vielleicht typischerweise ganz gerne handeln, wenn so eine Bewegung ist. Porsche. Ich denke, da haben wir eine sehr realistische Chance. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, wo er jetzt in diesem Moment gerade steht, aber eine sehr realistische Chance, dass der Kurs jetzt gerade hier nach oben oder nach unten, je nachdem, wo getriggert wird. Aber ich kann schon mal vorwegnehmen, wir sind schon ein bisschen reingetriggert vorhin. Das habe ich schon gesehen hier auf der Nordseite. Mal sehen, wo das Ganze noch hinführt. Wir wissen ja, Porsche ist ja durchaus ein Titel, der auch gerne mal rennt. Nicht nur als Fahrzeug, sondern auch als Aktie. Denn im September ging es da sehr, sehr zügig bislang nach oben. Mal sehen, wo das Ganze uns noch hinführt. Spannend bleibt es also im Markt. Achten Sie ein bisschen eben auf diese Dynamiken, auf die Korrekturen. Das kann durchaus helfen. Achten Sie natürlich auch auf den Trade des Tages, denn auch der ist immer wieder, ich hoffe zumindest mal, spannend und macht Ihnen einerseits Freude und idealerweise die Taschen voll. Das werden wir dann sehen, ob uns das gelingt. Wir werden das im Auge behalten. Ihnen erstmal alles Gute. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag. Sie sehen, hier ist schon ein bisschen Feierabendstimmung angesagt. Ich bin auf dem Weg jetzt nach Hause und werde dann noch mal gucken, was der amerikanische Markt heute Abend aus Ihrer Sicht noch kann. Bei mir ist es dann schon so halbwegs tief in der Nacht. Wir werden uns wiedersehen. Bis dahin, Ihnen alles Gute.